Gibt es Leben auf dem Mars? Derzeit wohl nicht, zumindest nach den bisherigen Ergebnissen der milliardenschweren Forschungsmissionen. Mars One soll das ändern. 2023 will die Mission 4 erste Menschen zum roten Planeten befördern. Sie sollen dort siedeln und dort bleiben. Wenn man hört, in 10 Jahren schicken wir Menschen zum Mars, klingt das erst einmal unmöglich. Aber wenn man versteht, dass wir uns nicht um die Rückkehrmission kümmern müssen und nur bestehende Technologie brauchen, dann versteht man, dass es möglich ist. Astronomisch ist nicht nur das Projekt, sondern auch der Finanzrahmen. Auf mehr als 4,5 Milliarden Euro wird Mars One veranschlagt. Um das Geld zusammenzubringen, sollen die Abenteuer der Marsreisenden im Reality-Fernsehen zu sehen sein. Das Konzept hat immerhin einen Physik-Nobelpreisträger überzeugt. Die Astronauten werden von nahem verfolgt, aber auch nicht zu nah. Wir werden ihnen 24 Stunden am Tag folgen und 7 Tage die Woche. Wir werden verfolgen, was sie tun. Noch hat kein Mensch sich auf diese Reise gewagt. Und schon das ewig lange Eingeschlossensein ist eine Strapaze. Bei Testkandidaten in Moskau haben fast 1,5 Jahre in Isolation doch ein wenig für einen Koller gesorgt. Bei Mars One sollen die ersten 2 Männer und 2 Frauen 2022 zur ersten Mission aufbrechen. 2023 sollen sie landen. Die Idee, so hoffen die Macher, dürfte Abenteurer faszinieren, Forscher und niemanden kalt lassen. Manche werden denken, es ist wichtig, dass die Menschen auf 2 Planeten leben, denn wir wollen nicht so enden wie die Dinosaurier. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende August. Wer zum Mars will, sollte fit sein, manierlich Englisch sprechen, sozialverträglich sein und Überlebenstechniken beherrschen. Denn Raumfahrerinnen und Raumfahrer müssen alles hinter sich lassen. Die Strahlung im All überstehen, die Landung und dann die durchschnittlich minus 50 bis minus 60 Grad Kälte auf dem roten Planeten. Aber dafür sind sie dann auch die ersten Marsmenschen.